Meine Augen bist du dabei. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob es drinnen doch gescheiter war. Ich glaube echt, dass drinnen gescheiter war. Es ist doch ziemlich. Also es ist doch wärmer heraus, muss ich sagen. Stört mich nicht. Okay, Corinna. Stört dich nicht. Ich sehe dich da. Hallöchen. Natürlich darfst du fragen und ja, wohne ich. Was, ich glaube, ich werde wieder einige. Das wäre aber tatsächlich angenehmer. Heute bin ich, wie die Kinder um 8 in den Kindergarten gebracht habe. Da habe ich schon kurze Hosen angehabt, weil es so warm war. So wie heute noch. So in der Früh. Es ist wieder so ungewohnt, dass es auf einmal wieder so heiß ist. So ungewohnt. Mir geht es eigentlich ganz, ja, ganz okay. Wie geht's dir? Was sagt sie, es leid, würde ich hier draußen bleiben? Oder? Jetzt geht gerade ein bisschen Wind. Jetzt geht gerade ein bisschen Wind. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. So soll es sein. So kannst du noch ein bisschen mehr weg. Yes, ich glaube, ich gehe eine. Nope. Ne, Gott, draußen meins. Es wird dann nur schlimmer, wenn die Sonne für drauf brennt am Balkon. Ja, es ist wirklich herinnen besser. Doch, doch, es ist wirklich besser. Zwar jetzt auch nicht um. Was weiß ich. Aber besser ist draußen, gut schauen. Es tut Sinn. Wir haben ja draußen, was ja logisch ist. Ja. Jetzt lieber wieder zu, weil sonst kommt die ganze warme Luft rein. Das wollen wir nicht. Es wird trotzdem noch herinnen, etwas kühler sein. Ich finde das, ich wollte gestern nicht einfach so geil lüften am Abend, weil mir gedacht habe, jetzt kommt ein gutes Wetter, jetzt kühlt es wieder an. Was war? Ich habe nicht geil lüften können, ich habe einfach die ganze Nacht die Balkon die offen gehabt, weil es so ungut war. Ist wieder auf der Wiesn gegangen. Natürlich, ich gehe jedes Mal auf der Wiesn. Was glaubst denn du, Corinna? Wochenende soll schier werden. Oh, come on, willst du mich verarschen? Nur ganz okay, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es einfach dran, weil einer von den zwei schon wieder schnupfen hat und mir das so abgeht. Weil man denkt, von wo haben's, oder hat er dich schon wieder? Von wo? Gut, gut, danke, bin nur ein bisschen nervös, weil ich morgen Lapp hab. Oh, okay, ah, das wird schon, also ich drück dir schon die Daumen, meine liebe Helena. Das schaffst schon, alles gut. Natürlich, Harald, ich hab sonst keine Arbeit, 24/7 live, aber am Scheißen nehme ich euch live mit. Kannst schon mal gerne mal reinschauen beim Scheißen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Grad das in der Wohnung hat. Ich habe keinen Plan. In der Wohnung sind es 25 Grad. Ja, ja, das geht eigentlich. Es geht. Meine Kinder sind 4, werden 5. Mhm.
Es ist wirklich besser gerade. Alter, was ist mit der Leid? Einfach immer gleich sofort Leid blockieren. Gleich sofort richtig cringe Leid, oder? Wahrscheinlich Boden. Vorn. Bei dem Bier ist ja klar. Morgen ist schon wieder Freitag. Wochen ist eigentlich wirklich wieder schnell vergangen. Eigentlich. Nächste Woche, oh, das wird wieder so supi. Nächste Woche darf ich am Samstag wieder arbeiten. Nach langer Zeit. Oh Gott, das wird wieder so ungewohnt, wenn ich am Samstag aufstehen muss. Aber zum Glück nur bis 13 Uhr. Zum Glück. Aber trotzdem. Yay. Ja, nächste Woche habe ich wieder ganz normale Arbeitswochen. Ah, das war so schön, die ganze Zeit so viel frei haben. Das war so schön. Ich muss wieder zurück. Hallöchen, liebe Simone. Was geht bei dir? Hallo, hallo. Wie geht's euch so? Ja, tatsächlich. Ich trinke lieber den, als den statt selbstgemachten. Ich schon. Sehr geil, sind wir schon zu zweit. Mann, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr hab ich immer so selbst gemacht, was der Eiskaffee mit Karamellsauce, Eiswürfeln und Schlagobers habe ich auch sehr oft getrunken. Ich weiß nicht. Die soll ja nicht so. Sorry. Gut, okay, das gefreut mich. Ja, passt soweit. Danach wahrscheinlich essen und ich hoffe, dass es sich nur ausgeht, dass ich reinkomme. Okay, alles gut, Karina. Dann wünsche ich euch schon mal Mahlzeit, gell? Okay?